Kaito Gwai hier wurde von einem Pfeil einst tödlich getroffen, von einem Giftpfeil von den Menschen, die in der Nähe von vom Nebelgebirge liegen. Kannst du ja kurz zeigen. Und da heilte Gandalf ihn. Und er steht im Hobbit übrigens. Das Buch könnte man noch lesen. Ist schön. Ja, finde ich besser als in Herrn der Ringe, stellenweise. Zahl der Brüche. Aha. Was ist Zahl der Brüche? Was ist Brüche? Ich habe 9 Heilmittel benutzt, Alter. Gesamtzahl der benutzten Heilmittel. Brüche 6, Speich 9. Ja, vorhin ist 8 mal gestürzt. Längster erreichte Trefferreihe, 48. Ich habe dem Boss den meisten Schaden zugefügt. Zahl der Stürze. Wer der Babu ist. Zahl der Stürze, ich habe die meisten Stürze im Kampf. Ich habe, wie ich für alle haben, die meisten Koop-Schläge. Also ich glaube, das ist egal. Fortfahren. Oh, jetzt ist er mal wieder schön. Also so will ich auch leben. In einem dreckigen Zelt mitten in der Einöde. Ich meine diese Szenerie. Also zu Beginn wird es gleich wieder laggen. Hm. Ach, diese Antwort ist doch wunderschön. Wir alle lieben Halberat, die alten Spacko. Geil. Was ist das bitte? Leck. Söhne und die Wanderer. Boah, mein Spiel steht fast. Haben mir von eurem Heldenmut in Fornos erzählt. Euer Können und eure Kühnheit. Moment, wir sind gleichzeitig von Fornos aufgebrochen. Und Elronds Söhne waren schon vorher bei Halberat. Ich meine, hallo? Und die wandernden Gefährten? Bitte was? Vor allem, du triffst ja da noch im Bruchtal noch alle. Also, erstmal. Die Gefährten kamen niemals hier lang und Elronds Söhne, warum sind die vor uns hier gewesen? Ich dachte, wir laufen zusammen ein Stück oder so. Oder warum kommen die überhaupt hierher zu Halberat? ja, die hatten Hunger. So, ja. Zumindest haben wir es geschafft, Agandas Pläne zu verzögern. Und vor allem, der Typ weiß nicht mehr, wer Aganda ist. Alles ruhig. Es gab einen Alarm in Bockland. Steht auch im Buch. Aber das war wohl nichts mehr. Der Alarm im Bockland steht übrigens auch im Buch, und zwar im Herr der Ringe, die Gefährten. Da Frodo vortäuscht, nach Bockland zu ziehen, um halt wegzugehen, sind die schwarzen Reiter, die Nazgul, auf dem Weg dorthin und überfallen so ziemlich die Ortschaft. Ich bin bereit, jeden Befehl von dir auszuführen. Hey, Bockland ist doch keine Ortschaft. Wie können wir von doch. Weiß es nicht mehr, so ein Landkreis oder so. Ja, aber es ist auch eine Ortschaft. Leute gebrauchen. Aber mir ist klar, dass euch drei ein größeres Schicksal erwartet. Nein! Ihr werdet anderswo vielleicht dringend. Ja, wenn nicht. Ach, wisst ihr was? Ihr könnt jetzt da super verteidigen, aber ich spüre, dass ihr bestimmt was anderes vollbringen könnt. Also haut mir lieber ab. Gierig darauf sein, alles über Aganda zu erfahren. Und er wird noch mehr Aufgaben für euch haben. Hey, ich dachte, die Söhne Elronds erzählen Aragorn davon. Was? Wollen die von uns eigentlich? Wir werden ihn suchen. Wir werden ihn suchen. Elronds Söhne schlugen dasselbe vor. Also gut, wenn das dein Wunsch ist, werden wir nach Bruchtal aufbrechen. Vielleicht gibt es etwas, das. Ach, sollen wir doch was tun? Wir nach Bruchtal gehen. Du brauchst es nur zu sagen. Ich schickte zwei meiner Waldläufer, Gilleran und Duin, auf Patrouille an den Fluss Brandywine. Sie hätten schon längst zurückkehren sollen und ich beginne mir Sorgen zu machen. Sie sind beide erfahrene Waldläufer, die viele Jahre in dieser Gegend gedient haben. Sie haben sich sicher nicht einfach verlaufen. Aus welcher Richtung würdest du kommen? Du hast Lidschatten. Sie sollten dem Brandywine nach Norden folgen bis zur großen Oststraße und von dort. Dem Herr ist endlich mal meine Schminke aufgefallen. Ja. Da machst du dich an. Nee. Ich sehe die Haare nicht. Komm, wir sind ein Trio. Du kannst höchstens mit mir oder mit dem haarigen Zwerg machen. Also. Ich danke dir. Gagbang! Nee, ich mit dem Zwerg, wenn da mit Aragorn oder Halberat. Also, unsere nächste Aufgabe ist going to the Brandywine Fluss. Aber vorher, da gucke. Da gucken wir mal hier in der Zeit nach, denn die gibt uns hier einen Auftrag. Hier, die Alte. Hier. Jo, Alte. Du scheinst mir
Vielleicht kann ich helfen. Ah, jetzt habe ich das überspult. Was will ich denn? Was ihm fehlt? Ich weiß es nicht. Er ist nur leicht verletzt und doch ringt er um sein Leben. Ich fürchte, er leidet am Schwarzrad. Also es geht um den Typ, der da verwundet liegt. Was können wir tun? Ja, du hörst es gerade nicht, oder? Nee, ich muss gerade selber das Gespräch durchführen. Was ist Artelas? Okay, ich werde mich schon mal hier am Spiegel ein bisschen umändern. Ja, Erscheinungsbild. Welch ein Jammer, aber ich muss gehen. Nein, was könnt ihr tun? Ich muss mal kurz mein Gesicht. Boah, das sieht ja voll fade aus. Das ist ja mein Favorite Face. Also, das finde ich nicht schlecht hier. So ein bisschen narbig. Oh, das ist einfach sehr hässlich. Nee, das ist das erste Gesicht. Oh, ich will lieber keine rote Augen haben oder so einen sauren Augen. Es war vor Jahren. Boah, wer Stefan Wurst als Weitläufer mit so einem sauren Augen rumlaufen. Ich glaube, es ging so. Wenn der schwarze Atem weht. Von die sagt den Reim auf. Aber dass da Artelas drin vorkommt oder so. Soll ich mal so Brandstyle machen? Voll den Hinterwäldler, Alter. Wir haben mal so eine Art Prinz Brandstyle aus Hobbit, verstehst du? Und da ist leider kein schmucker Oberlippenbart. Vielleicht ist Artelas wirksamer als du denkst. Hast du etwas von diesem Kraut? Nein, leider nicht. Verzeih mir, dass ich es versäumt habe, einen Vorrat anzulegen, aber niemand hielt es. Okay, ich habe mich geändert. Dass die neuen Ringgeister sich aus den alten Legenden erheben und uns hier heimsuchen würden. Ja, guck mich an. Würde? Wächst Artelas in dieser Gegend? Ich wäre bereit, danach zu suchen. Vielleicht kannst die du Geburt tatsächlich alles. Etwas finden. Mann, die Pflanze ist in Mittelerde nicht heimisch. Sie kam aus dem Sieht man mich eigentlich im Hintergrund rumlaufen? Dort, nee, ich sehe dich nicht. Schade. Mein Weg führt zu den Hügelgräberhöhlen. Sollte ich dieses Artelas dort finden, kehre ich mit einem Vorrat zurück. Okay, also wir merken uns, die Frau sagt, dass die hier nicht suchen kann und schickt uns. Ja, also wir merken uns das jetzt mal ganz kurz. Guck mich mal an, guck mich mal an. Ja, gleich, du siehst aus wie so ein... Hast du einen Bart? Du siehst aus wie irgendwie so ein Türke. Wo ist der Spiegel? Hey, Ahmed. Ich bin Ahmed. Okay, guck ich mal an, was mich das dafür... Und wen haben wir hier? Hador. Ich kaufe mal was Neues. Oh, das ist ja irgendwie schick. So. Ich kann meine grauhaarig machen. So eine alte Oma. Okay, pass mal auf. Guck, wie ich jetzt aussehe. Warte. Na, schöner Mann. warte, ich kann ich da ranzoomen oder irgendwie? Nee, obwohl, nicht. So sieht's gar nicht aus, aber ich stehe da jetzt voll, naja. Du siehst aus wie irgendwie so Jack Sparrow in deinen schlechten Jahren. Ja, ja. Okay. Ich will was kaufen. Zeig mir, was du hast, alter Mann. Ich werde dich nur repariert haben, alles mein ganzes Zeug. Schau. Orkschnaps. Was sehe ich denn mit Orkschnaps? Der ist übrigens gut. Der tut sich Vorteile. Gut, ich sehe es zwar durch. Oh, das ist voll. Auf, ja? Oh, die sind nice. Die sind nice. Neue Handschuhe. Alter. Was ist da los? Was denn? So, Alter. Ey, die haben ja hier richtige Premium-Waffen. Muss ich auch mal angucken. Kaufen. Oh. Lol, was haben die denn hier bitte? 50er Kopfschutz. Und der ist ohnehin. Den hole ich mir übrigens auch noch. Eine 110er Rüstung. Was haben sie denn noch so alles?
Leck mich fetten Set-Gegenstand, 33 Handschuhe. Ich will mir noch einen Axt kaufen. Was haben die für Waffen? Was sind denn das für Götterwaffen? Alter. Blitzzauberstab mit Blitzschaden und. Gekauft. Gekauft. Ja, das hole ich mir. Alter. Was ist das? Z-Gegenstand 28 plus 20% Kraft Bogenmeister, aber nur Waldläufer leider. Das ist ein richtig geiler Z-Gegenstand für dich. Warte. So, ich will ja mal gleich am besten eine Axt, also. Ey, da muss ich schon mit zwei Äxten rumlaufen. Ich geh shoppen mal ein bisschen. Kannst du mir eigentlich auch Geld geben? Vor allem, das wird ja voll so eine richtig lame. Ey, wir müssen ja noch einen Anfang vom nächsten Level machen. Ja, ja, aber ich bin gerade im Kauflaune, also geht grad nicht. Nee, wollte ich ja nur mal so anmerken. So, das Schwert verkaufe ich auch noch. So, dann will ich jetzt mal was kaufen. Ich habe noch diese eine Axt dort. Hm. Oh, oh, geil. Boah. Alter. Das Doofe ist, also das regt mich gerade ein bisschen auf, dass die Zauberstäbe die genau den gleichen Skin haben. Okay, ich verzichte jetzt einfach auf die Vorteile vom Set Scharfschütze, weil es ist einfach viel geiler. Die geht ja nicht. Nein, muss sie nicht. Ich muss weiter. Komm, ich repariere Ausrüstung, die ich sowieso gleich wieder verkaufe. Ich bräuchte mal Geld, Alter. Du kannst mir Geld irgendwie geben. Nee, hab ich nicht. Fuck, Alter, ich muss meine Waffe reparieren. Kann ich auch irgendwas kaufen? Nee, das kostet über 1000, das krieg ich nicht. Okay, guck ich auch mal. Du musst gerade gekaufte Sachen reparieren, oder? Moment, muss ich gerade mal gucken. Stimmt, hast recht. Was ist das für eine Abzocke? Ich, ja, ich. Was ist das für ein Händler? Ich stell dir vor, du kaufst sowas im Supermarkt. Irgendwie ein Staubsauger und der ist kaputt. Legen wir los? Ja, ich guck gerade meinen schönen Po an. Oh, oh. Wie kann die Elbe überhaupt mit diesen Gummiarmen kämpfen? Guck dir an, wie dünn meine Arme sind. Die können ja kaum den Stab halten. Ja, solange sie die anderen Stäbe halten kann. Ja, das ohnehin. Der schwere Angriff ist langsamer, aber richtet größeren Schaden an. Du kannst die Verteilung deiner Fähigkeitspunkte ändern, indem du einen Laden. Was? Indem du in einem Laden einen Riss. Was? Respec-Token kaufst? Bitte was? Boah, voll düster, Alter. Also, wir erinnern uns, die Frau hat gesagt, dass sie keine Lust hat, was zu suchen. Und wir sollen es dafür suchen. Ja, wir erinnern uns. Hast du schon meine beiden neuen Äxte gesehen? Nee. Ich hab doch nicht deine neuen Dinger gesehen, die du da hältst. Zweimal gleiche Art. Schick. Und mein neuer Bogen. Hier mein neuer Bogen. Ich hab grad nicht gesehen, ich hab grad. Ja, ich renne hier grad. Leck. Brüte ich mal wieder. Das ist nur ein Gewitterspiel. Und guckt euch das an. Epic, Ausblick. Kennst du das Spiel der Herr der Ringe, die Gefährten? Nee. Das musst du dir mal angucken. Schicke ich dir dann mal. Und da ist das Level einfach übel schwer. Schick da hinten, wo es gewittert. Das sieht echt schick aus, oder? Was mache ich gerade? Oh Mann, ich kann hier nicht mal Felsen runterjumpen. Ich vermisse Skyrim. Diese Spuren führen tiefer in den Wald. Das muss man hier der Waldläufer angeben. Das kann ich gut gebrauchen. Solange die Chance besteht, dass sie noch leben, werde ich die Suche nicht aufgeben. Dann sollten wir ihn fliehen. Gehen voran, ihr Reiter.
Die wissen doch gar nicht, ob die tot sind. Also, wir erinnern uns, die Frau war zuvor was zu suchen. Das ist gleich um die Ecke sozusagen. Die geht hier 2 Meter und trifft sofort über das Atlaskraut. Hä, wo ist denn das Versteck? Genau, was ich brauchte. Ist das hier wohl eine Truhe? Ne, hier irgendwo ist hier ist ein Versteck. Hier sieht's auch Fußspuren, oder? Ja. Ist das da nicht hier hinten? Ach, ich hab's gefunden. Ich kenne also, diese Zeichen hier. Du bist echt genial. Genial. Was ist denn da los? Ich hab gerade irgendwas gehabt, was war anders? Oh, neue Beinschützer. Für mich etwa? Oh, ich hab was für unseren Herrn Champion. Ja, für mich also. Hier gucken wir jetzt mal unseren Champion an, was der in der Hand hat. Einen dicken Kolben. Na, den habe ich auch in der Hand. Moment, ich mach's wie es. Will, weißt du, wo ich auch... Weil, ich habe auch einen dicken Kolben. Weißt du wo? In meiner Hose. Übrigens, S, falls ihr nicht kennt, das ist eine Bildungslücke. Ich bin mal kurz weg. Oh, jetzt sind wir hier alleine und tänzeln mal um den Mann mit den Äxten rum. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach alleine vor. Der hat's verdient, allein gelassen zu werden. Das ist genau, was ich brauche. Symbelmühne. Hey ho, hey ho. Ich habe Angst und bin froh. Das ist genau, was ich brauche. Total einladend hier. Also. Ach, warum misstraust du den denn? Warum denn nicht? So ein bisschen nehmen wird es doch nicht umbringen, hoffe ich. Hier ein bisschen Stickstoff einatmen. Und da kommt der große. LOL, leuchtet das gerade auf oder tippst du so vor? Etwas Unnatürliches verbirgt sich hier. Und es kommt näher. Scott. Ah, wir können die Stadt hier sogar zerstören. Ey, Face, wir können die Stadt hier zerstören. Ach, wusstest du das noch nicht? Guck mal, hier, ja. Hier ist auch Attilas, glaube ich, oder? Hier steht überall Attilas. Die alte Tante hat nur einen Vorgang gesucht, um nicht aus ihrem Zelt rausgehen zu müssen. Hinten ist irgendwie so ein Schrotthaufen. Ja klar, im Schrotthaufen ist ein polierter Granat. Ich verstecke auch meine Edelsteine in einem Schrotthaufen. Ja, da findet sie jetzt keiner. Keiner vermutet so etwas wie ein Schrotthaufen. Ja, was ist das hier? Ey, ey, guck mal, das sieht doch aus. Ey, die will ich doch verarschen. Die kann ich dann durchgehen. Die ist so fett. Boah, ey, deine Hüfte, Mädchen. Soll das mal abnehmen? Magenklamotten trage man nicht abnehmen können oder was? Das sowas gefällt ihm ja. Reiten zu spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit deinem Kind. Zombies! The Walking Dead! Oh, das ist so lo- Ey, lass dich durch, du fettes Vieh! Zombies! Also, ich finde das so genial mit den Zombies, ehrlich gesagt. Also, die Zombies machen echt Fun. Die machen mehr Fun als die Orks. Weil es sind einfach Zombies. Man muss halt auch auf den Zombie, rumkommen. Ich finde es so genial, dass die einfach mal ohne Kopf weiterkämpfen. Ey, dein Raider Z war die Zombies so scheiße stark. Oh, Raider Z. Achso, das Raider Z. Ich finde es einfach so genial. Guck mal. Guck mal, Leute, der steht einfach ohne Kopf. Achso, jetzt beginnt er tot. Okay. Das war jetzt nicht so beabsichtigt. Könntest du mal heilen? Ach, warum denn? Guck mal in die hier. Freunde, sammelt euch bei diesem heilsamen Licht. Die haben zwar nicht viel Leben, die Zombies haben, hauen aber übelst gut rein. Ich muss eigentlich mal wieder skillen, oder? Die Heilfähigkeit. Bin mal das stimmt doch, ich hab doch meine Verteidigungsfähigkeit noch, damit hätten wir beim Endgegner was reißen können. Naja. Ach, stimmt ja. Bin voll geheilt.
Leck. Was? Was willst du lecken? Guck dir das da draußen an. Felix, ich bin nicht bereit dafür, was du mit mir vorhast. Und schon regnet. Und das ist ein Troll. Vorher hat es doch noch nicht geregnet, oder? Nee, hat's noch nicht. Und wenn wir da gucken, dann kommt noch ein Troll. Ich finde die Trolle so lustig. So, und nun ein kleiner Schnitt sozusagen. Also das Video läuft weiter, aber ich quatsche hier mal ein bisschen rein. Und zwar hat es den Ton hier ziemlich zerdeppert und da muss ich mal ein bisschen nachsynchronisieren. Ich sehe jetzt übrigens gerade alles auf Kleinbild. Ja, und ich spreche jetzt einfach mal durch bis zum Schluss. Nun wollte ich erstmal noch anmerken, dass ich, also diese Folge wird am Sonntag hochgeladen. Und jeden Sonntag wird jetzt Krieg im Norden kommen, jeden Montag kommt dann die Eroberung und jeden Freitag wird dann noch was Neues kommen, was ich machen will. Also meine drei Let's Plays, die ich dann hochladen werde. Ja, also vor 2 Tagen wird dann mein neues Let's Play beginnen. Das ist dann Sacred God, das weiß man ja dann schon bestimmt als Kampfmagier. Wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, stehe ich so ein bisschen auf Magier, weil hier, ich sag ja hier, auch Magier und so. Und Magier sind halt meine Liebsten. Übrigens, ich würde noch gerne fragen, wie fällt überhaupt unser Intro? Also ich bin ja der Einzige, der das vor die Videos setzt, aber es würde mich mal echt interessieren, wie findet ihr das Intro? Soll ich das weglassen? Soll ich das weiter hinzufügen? Und übrigens, ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mehr Kommentare da lassen würdet, einfach nur um ein bisschen Feedback zu haben. Oh, und da hat der Troll gerade einen Stein geworfen, sehe ich gerade so im Augenwinkel. Also ich gucke gerade nicht so genau hin, ich sehe, dass ich da ein bisschen rumrolle auf dem Boden die ganze Zeit und halb tot bin, weil ich war da ein bisschen abgelenkt zur Zeit, weil da irgendwas nicht gestimmt hat. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, damit ich das Ende nicht verpasse, der Folge. Und übrigens, es gab schon zwischendurch noch eine Aufnahme, jedoch bin ich da die ganze Zeit immer aus dem Spiel rausgeflogen, deswegen wird die wahrscheinlich nicht hochgeladen, sondern dann halt die zweite, keine Sorge, die Aufnahme ging nicht ganz lange, die ging 10 Minuten oder so. Also wir haben da nur ein paar Untote getötet, sind ein bisschen weitergegangen, haben ein paar Untote getötet. Mehr ist nicht passiert. Vielleicht stellen wir sogar wieder an der Stelle ein. Mal gucken. Ja, die Trolle trollen sich gegenseitig, die schlagen sich selber halb tot. Und ich frage mich echt, wo haben die hier die Steine her? Ich meine, die reißen die einfach aus dem Boden. Aber hier sind die Trolle verdammt cool, im Gegensatz zu die Eroberung. Weil die Eroberung sind so pussyhaft, da kann man die einfach so wegschnetzeln. Genauso wie bei Lego Herr der Ringe. Aber hier ist es alles richtig hardcore, die Trolle. So, wo sind wir denn gerade? Ah, noch ein paar Minuten habe ich jetzt so zu labern. Ja, was kann ich noch ankündigen, so. Mal gucken, ob der Speicher auch mal regelmäßig hochladen wird in nächster Zeit, aber ich glaube es wohl eher nicht. Und nächste Woche, Sonntag, neues Video von Krieg im Norden. Da müssen wir mal gucken, wann wir aufnehmen können. Also ich würde da sagen, morgen wird dann die Eroberung auch hochgeladen. In einer Woche Krieg im Norden, wie schon sehr oft gesagt. Ich sage, ich muss mich aufhören, mal zu wiederholen. Ja, wird es überhaupt noch aufgezeichnet? Ja, gut. Okay, ich muss gleich aufhören, weil gleich ist hier die Folge zu Ende. Da joggt die Elbe ein bisschen übers Feld. Ah, da muss das ganze Schlammwasser in die Schuhe eintreten. Ist doch schön, ey. Ja, also ich würde dann sagen, bis denne, meine Kumpanen, Kumpelinen und was weiß ich nicht alles. Also dann, BB und liked immer schön die Videos und abonniert uns und alles Mögliche. Tschüss!